Zimmerpflanzen und ihre Wirkung für dein glückliches Zuhause. Wie du sie einsetzt und warum sie so entscheidend sind für dein Glück und deinen Erfolg, das erfährst du im heutigen Raumtalk. Bleibe dran! Hallo und herzlich willkommen zu Marias Raumtalk, deinem TV für dich und deine Räume. Mein Name ist Maria Husch, ich bin die Raumexpertin, Gründerin der I Love My Home Community und von Ordnungsmagie. Und ich zeige dir hier jede Woche, wie du mit ganz einfachen Maßnahmen deine Räume so richtig glücklich und erfolgreich gestaltest und ordentlich natürlich auch und so deinen Zielen und Träumen einen riesen Schritt näher kommst. Heute sprechen wir über die Zimmerpflanzen. Ja, hast du welche in deinem Zuhause, an deinem Arbeitsplatz? Wie ist eigentlich die Wirkung? Ja, viele sprechen da auch über die Wirkung für die Luftqualität, für das Klima, Luftfeuchtigkeit, Elektrosmog. Da möchte ich gar nicht so viel drauf eingehen. Ja, schau da selbst noch nach, Google, wenn du da mehr dazu wissen willst. Frag auch die Experten, die sich wirklich auskennen mit den Zimmerpflanzen, wo, was. Da bin ich nicht so die Expertin. Ich sag dir heute, wie sie wirken in den Räumen, wie du sie einsetzen kannst. Und du wirst erkennen, brauche ich mehr Zimmerpflanzen? Brauche ich vielleicht andere, damit ich mich selbst stärke in meinen Räumen? Oder brauche ich vielleicht sogar weniger? Pflanzen haben eine riesen Wirkung. Du musst dir vorstellen, dass unser Unterbewusstsein ja Jahrhunderte und Jahrtausende lang eigentlich in der Natur gelebt hat. Das heißt, Pflanzen waren unsere Hauptumgebung. Das fehlt uns heute. In den Räumen, speziell natürlich in der Stadt, wo es sehr wenig Grün gibt, sehr wenig Wachstum und Pflanzen. Und da ist es natürlich sinnvoll, das auch in die Räume zu holen. Da gibt es viele, viele Studien dazu über die Wirkung der Pflanzen. Einerseits schaffen sie natürlich Ruhe. Wenn wir in den Wald gehen, wenn wir über eine Wiese laufen, dann kommen wir zur Ruhe. Dann schalten wir ab, dann ist dieses saftige Grün, das uns stärkt. Und diese Wirkung haben auch die Pflanzen in unserem Zuhause. Sie geben uns Ruhe, unser Unterbewusstsein verbindet die ein Stück weit mit Erholung, mit einem Spaziergang im Wald und das unterstützt uns bei unserer Gesundheit, das unterstützt uns bei der Erholung, das stärkt uns auch dann, wenn es darum geht, ja, jetzt glücklich zu sein. Es gibt auch diverseste Studien, wie sich Pflanzen auch mit der Gesundheit, auch mit der psychischen Gesundheit verbinden, dass die Depressionsrate zum Beispiel sinkt, dass in Krankenhäusern, wo Pflanzen sind oder wo die Menschen hinaussehen in den Park, die Heilungschancen viel, viel größer sind und, und. Pflanzen haben eine Riesenwirkung auf dein Glück und sie strahlen auch ein bisschen so diesen Frühling. Dieses Wachstum, jetzt gehe ich es wieder an, jetzt ist positiv, jetzt blüht alles. Da geht es uns automatisch besser, da sind wir aktiver und das ist gleich der zweite Punkt. Pflanzen bringen andererseits Aktivität in den Raum. Wachstum, denk an den Frühling, jetzt, wo dieser Raumtalk erscheint im April 2019, da ist das so wirklich, wirklich spürbar draußen. Geh hinaus. Nimm's wahr und schau, wie deine Räume da im Vergleich sind. Und wenn du Räume hast, wo es ein bisschen stagniert, dann sind Pflanzen wunderbar, um hier positive Energie hineinzubringen. Pflanzen haben auch eine gewisse Schwingung. Auch dazu habe ich schon von Studien gelesen, die durchaus wie auch andere Lebewesen deinen Raum beeinflussen. Positiv beeinflussen, den Energie geben, den energetisch aufladen. Wachstum brauchen wir auch dann,
wenn wir Wachstum in unserem Leben wollen, wenn wir Neues wollen, wenn wir erfolgreich sein wollen, wenn wir mehr Geld möchten in unserem Leben, dann sind Pflanzen wunderbar. Dann ist auch die Farbe Grün wunderbar. Schau auf jeden Fall hier auch noch den Raumtalk zur Farbe Grün und der Wirkung an. Da haben natürlich Pflanzen ähnliche Wirkung. Ja, du kannst auch Bilder von Pflanzen aufhängen und auch die werden wirken. Auch dazu gibt es Studien, wenn wir Menschen Bildern zum Beispiel in Krankenhäusern zeigen, von Wald, von Pflanzen, dann ist die Heilung viel, viel rascher als bei denen, die in irgendwelchen grauen Räumen sind mit weißen Wänden. Macht einen riesen Unterschied. Und du kannst das für dich zu Hause auch nützen. Also einerseits zur Ruhe kommen, andererseits aber Aktivität. Und die Pflanzen haben aber eine Aktivität, die trotzdem Ruhe ausstrahlt im Vergleich zum Wasser, das sich in alle Richtungen bewegt. Pflanzen wachsen klar nach oben zum Licht entgegen, also haben durchaus Struktur. Pflanzen müssen wir auch pflegen. Das sind Mitbewohner und das hat eine Riesenwirkung. Schau deine Pflanzen an, wie viel Aufmerksamkeit schenkst du denen. Ist das in Balance? Brauchen die vielleicht mehr Aufmerksamkeit? Übrigens, wenn du Pflanzen in deinen Räumen hast, dann kannst du die auch wunderbar mit deinen Zielen verbinden. Zum Beispiel, du stellst dir eine Spruchkarte oder irgendein Symbol zu den Pflanzen. Immer wenn du die pflegst, wenn du dich um die kümmerst, wirst du bewusst und unbewusst dich mit deinem Ziel verbinden. Und das unterstützt dich, das auch zu erreichen. Und wenn du dir jeden Abend Zeit nimmst, die Pflanzen zu betreuen oder einmal in der Woche, was auch immer du für welche hast, dann macht das einen Unterschied. Denn du kümmerst dich bewusst um deine Räume und stärkst damit dich selbst. Welche Pflanzen wählst du nun am besten aus? Natürlich müssen die passen zu den Verhältnissen in dem Raum, zum Licht, zur Helligkeit, zur Temperatur, all diese Themen. Da gibt es viele, viele Tipps und Tricks. Ich habe natürlich sehr gerne Pflanzen, die auch pflegeleicht sind, die zu mir und meinem Pflegebedürfnis sozusagen passen. Schau, dass die auch zu dir passen. Pflanzen, die jetzt total pflegeintensiv sind, wo du jeden Tag zweimal dich drum kümmern musst, werden nicht optimal sein, wenn du schon sehr wenig Zeit hast für dein Zuhause. Andererseits, Pflanzen, um die du dich kaum kümmern musst, werden nicht für dich sein, wenn du gerne damit auch dich beschäftigst, wenn du immer da wieder gern was veränderst und das ein Hobby ist. Wichtig ist, dass du da die richtigen für dich findest und dass das im Balance ist. Schau dir grundsätzlich die Pflanze an. Welche Wirkung hat die? Ist das eine, die sich zusammenzieht, klein macht, eng macht, vielleicht stachelig wirkt oder hängend? Oder ist das eine Pflanze, die schnell hinaufwächst? Schau, was du möchtest in deinen Räumen. Wenn du dein ganzes Zuhause voll hast mit Kakteen, die nicht wirklich rasch wachsen, dann ist das natürlich ein Unterschied im Vergleich zu so einer, die wirklich aktiv hinaufwächst. Natürlich, ich habe auch Kakteen. Wir wollen hier im Balance bleiben. Und ich habe einige, die blühen ab und zu, die machen mir so richtig Freude. Aber schau, dass hier in deinem Zuhause eine Balance ist zwischen denen, die wirklich wachsen und denen, die andere Funktionen haben, die eher Struktur hineinbringen in die Räume, wie irgendwelche Sukkulenten und so weiter, die vielleicht irgendwelche Kugeln und so sind. Schau, wie wirken die auf dich? Passt das? Wirken die total chaotisch? Da hast du schon viel Chaos im Raum. Könnten die mehr Struktur zeigen oder sind sie zu strukturiert und könnten mehr Bewegung in deinen Raum bringen? Schau sie dir an. Hast du blühende Pflanzen? Blühen die? Brauchst du mehr Blüte in deinem Leben?
dann such dir auch ein paar blühende Pflanzen in deinen Räumen. Pflanzen heißt auch im Balance sein. Wenn du an den Frühling denkst, wo so alles sprießt, ja, das kann auch extrem werden. Zum Beispiel im Dschungel. Da ist ja extrem viele Pflanzen, da wuchert so viel, da ist so viel Bewegung da, dass es fast schon zu viel ist. Und ich habe zum Beispiel ein Beispiel von einer Kundin, die so richtig einen Wintergarten hatte mit hunderten Pflanzen. Das war wie im Dschungel. Extrem viel verschiedenste Durcheinander, Bewegung und es war gar keine Luft zum Atmen. Sie hat mich gefragt, was soll ich mit dem Wintergarten machen? Der ist so schön, wir verwenden ihn nie und ich kann mir nicht erklären, warum. Warum? Es war einfach zu viel an Wachstum. Wir haben die Pflanzen reduziert, wir haben einheitliche Töpfe verwendet und so weiter. Und Ruhe in diesen Raum gebracht. Das hat viel, viel verändert. Und jetzt sitzen sie wirklich gerne dort. Also beachte, es kann auch ein zu viel an Pflanzen geben. Schau heute in deine Räume, komm in meine Facebook-Gruppe Glückliches Zuhause und berichte uns, welche Pflanzen hast du? Wie viel, wo sind die? Und machen sie deine Räume so richtig glücklich. Wo ist da vielleicht noch das eine oder andere, was du verändern möchtest? Gönn dir auch mal eine Pflanze, eine neue, um einen neuen Mitbewohner in deine Räume zu bringen, der dir Wachstum bringt, der dir Ruhe und Erholung bringt und der deine Räume so richtig glücklich und erfolgreich macht. Ich bin gespannt, was du mir berichtest. Wenn dir dieser Raumtalk gefallen hat und du gerne Dinge mit anderen teilst, dann leite ihn weiter an deine Freunde, an deine Fans, an deine Familie. Vielleicht möchte auch sie mehr Zimmerpflanzen in ihre Räume bringen und hier die besten Tipps haben. Ich freue mich riesig, wenn wir uns sehen in meiner Facebook-Gruppe und wenn du auch in meine News kommst, das heißt dich anmeldest. Am besten holst du dir da gleich die Happy Home Checkliste. Da machen wir den Check, was braucht es in einem glücklichen Zuhause. Viel Spaß dabei und wir sehen uns nächste Woche wieder beim nächsten Raumtalk. Und da heißt es wieder, verändere deine Räume, verändere dein Leben, verändere die Welt. Musik.